So, wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen Webinar SteroTrader Helpdesk Fragen und Antworten. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Ja, es ist nicht der erste Termin, aber vielleicht kurz eine kurze Erläuterung zu dem Webinar heute, weil ich doch einige neue Namen hier auch sehe. Dieses Webinar ist wirklich für Sie gedacht. Neben dem FX Flat Service und natürlich auch die Facebook-Gruppe von Dirk bieten wir Ihnen hier eine weitere Plattform, Fragen zu stellen, direkt an den Entwickler von SteroTrader, Dirk Helger. Und deswegen lebt das Webinar davon, dass Sie aktiv sind und Ihre Fragen entsprechend in den Chat schreiben. Können Sie selbstverständlich jetzt auch schon machen. Ich möchte Ihnen nur mal zeigen, wo Sie vergangene Webinare finden. Bei uns auf der Webseite unter Training Videos. Wir haben hier eine SteroTrader Rubrik, wo Sie auch selbstverständlich die Einführungsvideo finden und die Live-Tradings, die wir mit Dirk zusammen gemacht haben. Alle Aufzeichnungen sind hier. Auch sehr gut, sich dann die anzuschauen, um entsprechend sich mit dem SteroTrader auseinanderzusetzen. Da werden schon sehr, sehr viele Fragen entsprechend beantwortet. Und ja, nutzen Sie also die Möglichkeit, am besten nicht jetzt, sondern jetzt machen wir das Ganze live und begrüße hier an der Stelle dann offiziell auch nochmal den Dirk. Schönen guten Abend, Dirk. Und werde auch direkt den Bildschirm weitergeben und den Link in den Chat kopieren. Und deswegen von meiner Stelle aus viel Spaß. So, ja, genau. Dann auch herzlich willkommen von meiner Seite. Und mittlerweile ist ja so, die Sonne nicht mehr scheint. Es ist ja glücklicherweise Winter. Und aber dafür hat sie heute vorher schon geschienen. Und auch für die, die noch nicht dabei waren, das war halt tatsächlich immer so, immer wenn wir dieses Webinar gemacht haben, war irgendwie draußen schönstes Wetter und wir saßen hier vor der Kiste. Das nur so als kleine Einleitungsanekdote. Und ja, wie der Nelson ja schon gesagt hat, also das Ganze lebt halt wirklich nur von Fragen. Also es ist hier definitiv kein Monolog, sondern man kann hier definitiv Fragen einwerfen zu Funktionsweisen, zu Problemchen, auch gerne Verbesserungsvorschläge. Ist auch schon mal das ein oder andere ja auch umgesetzt worden. Und ja, das ganz genau ist der Sinn des Ganzen hier. So, haben wir denn schon irgendwas? Mal gucken, ich habe hier die Fragen auf dem Schirm, sagen bis jetzt nur alle und hallo. Und eine einzige Frage, da sind wir heute schnell fertig. Ja. Okay. Da kommen noch andere Fragen, die schreiben alle noch. Okay, gut. Also, was haben wir hier als erstes? Den Scalp Agent in der Funktionsweise. Genau, den hatte ich ja heute irgendwie auch mal ganz kurz in der Gruppe auch angesprochen. Und das war halt für einen kurzen DAX-Trade, wo da hatte ich halt irgendwie geschrieben, wenn irgendwie entweder um 16.45 Uhr raus oder er steht bis dorthin bei, was war das, 12.180. Und das sind solche Geschichten, die kann man mit dem Scalp-Agent recht komfortabel machen. Ich zeige mal eben, wie das funktioniert. So, jetzt bin ich hier im Tageschart. Ich bleibe mal kurz im DAX, der ist ja heute schön volatil. Vielleicht bleibt das auch noch ein bisschen so. Mal gucken, wobei um die Uhrzeit ist natürlich jetzt langsam halt hier kritisch, aber egal, darum geht es ja nicht. Also den Scalp Agent, das ist ein Add-on für den SteroTrader. Das findet man hier auf der linken Seite im Bereich Indikatoren. Dann gibt es hier SteroTrader und dann gibt es diverse Unterkategorien und die eine heißt Tools. Genau, und da ist der Scalp Agent, einfach per Doppelklick. Und dann landet er auf dem Chart. Oh, der DAX verreckt hier irgendwie leicht, habe ich das Gefühl. Und dann erscheint das hier unten quasi halt im Indikatorenfenster. Ist natürlich kein Indikator, sondern ist ein SteroTrader EA. Das heißt, das kommuniziert mit dem SteroTrader und sagt dem, was er zu tun hat. Und der Scalping Agent ist halt immer, ist vornehmlich dafür ausgerichtet, zu entscheiden, was mit der nächsten Kerze passiert. Einfach auf der Grundlage, dass man ja halt immer die größte Bewegung eigentlich am Anfang und am Ende von der Kerze hat. Also allen voran natürlich Stundenkerzen, dort passiert am meisten.
direkt danach, aber eben auch in kleinen Zeiteinheiten ist es nicht anders. Ich bin jetzt ja hier im 5-Minuten-Chart ja zum Beispiel unterwegs. Ich mache den mal größer. Und auch hier ist es so, dass halt immer direkt am Anfang von der Kerze, beziehungsweise wenn eine fertig ist, irgendwas passiert. So, wenn ich jetzt als Beispiel sage, also hier ist ja Action Next Bar heißt das Ganze. Das heißt also die Aktion für die nächste Kerze, wenn die halt anfängt, kann ich ja dann halt hier entsprechend einstellen, was ich damit tun möchte. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, nächste Kerze kaufen, ja, ich muss das hier aktivieren, das ist ganz wichtig bei Auto Trading. Auto Trading muss eingeschaltet sein, sonst funktioniert es nicht. Sieht man auch hier unten, ist auch dann entsprechend rot. Und nur dann ist das Ganze auch aktiv. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich gehe long, warum auch immer, mit der nächsten Kerze, ja, aber nur mal zum Beispiel, dann klicke ich hier einfach auf Kaufen. So, und jetzt werden wir sehen, wenn die nächste Kerze kommt und dann wird sofort entsprechend hier eine Market Long Order abgesetzt. Ein bisschen hoch hier, damit man es besser sieht. Ja, wie gesagt, also ob das jetzt eine gute Idee ist, das lassen wir mal dahingestellt. Ich glaube aber schon, auch wenn er jetzt hier irgendwie gerade im freien Fall tatsächlich unterwegs ist, aber ein bisschen, man sieht es ja halt eben, dass, deswegen heißt es ja auch Scalping, es gibt ja kaum eine Kerze, die irgendwie keinen Docht hat. Und hier sieht man, erscheint halt hier entsprechend ein Pfeil, das heißt, hier ist gekauft worden. Und meistens ist es halt eben auch so, dass halt direkt, wenn die Kerze vorbei ist, gibt es halt erst auch mal eine Bremse, beziehungsweise auch eine Reaktion in die andere Richtung. Jetzt hier ist der Move vielleicht ein bisschen zu krass, aber halt, das macht in vielen Situationen oder in vielen Fällen macht es halt wirklich Sinn. Ja. Und hier sieht man auch, hier ist halt punktgenau, also mit dem ersten Tick, jetzt von der neuen Kerze ist entsprechend genau hier ist eine Kauforder ausgelöst worden und so erspare ich mir dann halt einfach manuelle Schritte. Das heißt also, wie irgendwie auf die Uhr gucken, wann ist die nächste Kerze um und wann mache ich dieses und wann mache ich jenes, sondern kann es hier einfach ganz gemütlich einstellen. Und wie gesagt, heute war das zum Beispiel so, da habe ich halt die 15-Minuten-Kerze, ja, die wollte ich halt abwarten, bis die fertig ist. Deswegen kam es zum Beispiel zu so einer Uhrzeit, wo ich gesagt habe, bis 16:45, weil auch eben man am Ende von der 15-Minuten-Kerze das gleiche Spiel. Und weil ich halt gucken wollte, wie weit die noch hochgeht. Und oft hat man ja dann, gerade wenn man zum Beispiel dann halt eben im fallenden Bereich ist, hat man dann oft auch direkt die nächste Gegenbewegung, wenn die halt durch ist. Und das werden wir jetzt hier wahrscheinlich auch nochmal sehen. Also wie gesagt, das hier war jetzt halt nicht unbedingt sinnvoll an der Stelle. Aber hier werden wir auch sehen, wenn die 15-Minuten-Kerze fertig ist und kann man das Spiel ja nochmal machen. Und dann sieht man entsprechend halt ja dann auch eine Reaktion. Und genauso halt die anderen Buttons hier. Ja, das sind ja alles so Feststell-Buttons. Das heißt, ich kann auch immer nur einen aktivieren. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel draufklicke, passiert jetzt erstmal nichts. Und sondern immer erst, wenn die nächste Kerze fertig ist. Der hier läuft aber jetzt gerade mal in Verlust. So, hier bei Verkaufen das Gleiche. Ja, da würde halt einfach verkauft werden mit der nächsten Kerze. Counter heißt Gegentrade. Also wenn die Kerze als Beispiel schwarz ist, also in dem Fall dann halt bärisch, dann würde er halt long gehen. Und ist die Kerze halt weiß, also bullisch, und dann würde er entsprechend dann halt short gehen. Also immer genau die entgegengesetzte Richtung. Und das beim Scalping macht es Sinn, weil ja halt, wie gesagt, der hier war jetzt nicht sinnvoll, wenn der jetzt hier kurz vom Widerstand war, aber halt, dass man halt so ein bisschen eben darauf baut, also das hat letzten Endes ja jede Kerze hat ja irgendwo einen Docht oder eine Lunte und das kann man halt, das sind genau die Sachen, die man ganz gut scalpen kann, zum Beispiel. Close ist natürlich auch, denke ich mal, selbsterklärend, das heißt, mit der nächsten Kerze wird geschlossen, das war das, was ich heute in der Gruppe gemacht habe, habe ich einfach Close aktiviert und entsprechend dann halt um 16.45 Uhr war die Position dann einfach punktgenau zu. Genauso kann ich hier auch noch Trail einschalten, das heißt, was auch immer dann hier im Trading entsprechend voreingestellt ist, ja. Also Trail darf dann halt nicht aktiviert sein, ist klar, aber dann würde er einfach mit der nächsten Kerze anfangen zu trailen. Kann ja auch Sinn machen, wenn man halt irgendwie in einer fließenden, in einer laufenden Bewegung drin ist. Und entweder, oft hat man ja, wie vorhin, wie jetzt hier zum Beispiel, war das ja so eine Geschichte, dann hat man noch eine Impulsbewegung
Und wenn man halt nicht weiß, wie weit läuft die, aber damit rechnet, dann kann man genauso gut sagen, Trail. Und was auch immer dann eingestellt ist, nimmt man dann halt entsprechend im Trail noch mit. So, das sind alles die Aktionen jetzt für die nächste Kerze, ja, also sobald die hier abgeschlossen ist. Und deswegen heißt das Action Next Bar. Der Block hier ist Instant Action, das heißt, ich kann hier, das sind Push-Buttons, also sie stellen sich nicht fest, ja, das sieht man, die klicken auch wieder hoch. Aber hier ist es eben so, dass sobald ich hier drauf drücke, habe ich halt eine sofortige Aktion. Ja, und so kann ich halt hier zum Beispiel ZBE heißt einfach nur Set to Break Even, nur mal als Beispiel. Und das heißt einfach nur, mein Stop-Loss wird auf meinen Einstandskurs gezogen. Allerdings kann man da auch noch einen Wert hinzugeben. Das heißt, der wird jetzt nicht genau 0 auf 0 gezogen. So, jetzt gucke ich aber gerade mal, ob man hier noch was Sinnvolles gerade mal machen kann mit der 15-Minuten-Kerze. So, hier wäre zum Beispiel auch so ein Impuls. Wäre hier wahrscheinlich sinnvoll, also einfach nochmal verkaufen hier zum Beispiel bei der nächsten, wenn die Kerze jetzt um ist. Mal gucken, die korrigiert schon ein bisschen, das ist erstmal gut. So, mal gucken. Und dann sehen wir das ja gleich nochmal. Und hier würde ich jetzt zum Beispiel auch so einen Impuls geben, ja, also hier direkt nochmal Short. So, mal gucken, ob das funktioniert. Und da kann ich ja vielleicht die anderen auch mal zeigen, falls es jetzt irgendwie anlaufen sollte. So, machen wir das Ganze noch ein bisschen größer. Ja, das ist ja zum Beispiel typisch, ja. Also nach Abschluss der Kerze hat man nochmal einen Impuls in die Richtung, ob das jetzt dann ein Punkt sind, zwei, drei oder wie viel auch immer, das steht auf dem anderen Blatt. Aber genau dafür ist es halt eben gedacht. Und so, jetzt gucken wir mal die Funktion ZBE, also Set Break Even, gucke ich mir mal an. Dazu gehen wir hier Rechtsklick, Indicators, Edit. Und hier kann man so ein paar Sachen einstellen. Und hier steht zum Beispiel Add to Break Even 0,5. Das bedeutet, sobald ich hier draufklicke, stellt er es nicht, den Stop-Loss nicht auf Break Even, sondern halt eben auf Break-Even plus 0,5. Ja, das ist der Unterschied eben auch zu dem Knopf hier, also zu dem Button, weil der stellt ja einfach nur ganz genau auf Break-Even und hier entsprechend manuell mit dem voreingestellten Wert. Ja, das müssen wir mal gucken, ob wir hier überhaupt jetzt das so machen können, dass das Ganze funktioniert. Hier schalte ich auch jetzt mal kurz den Trail aus. Dann kann ich nämlich zwischenzeitlich, bis hier irgendwas passiert, auch mal die anderen noch entsprechend erklären. Also hier zum Beispiel Trail. Kann man hier mal drauf achten. Das heißt also, ich habe halt hier drei verschiedene Trail-Methoden, die ich auch voreinstellen kann. Also auch hier rüber. Ja, das habe ich halt hier, kann ich den verschiedenen Namen geben. Das ist also nichts, was irgendwie fest definiert ist, sondern ich gebe dir hier irgendwelche Namen. Zum Beispiel der hier heißt T und dann 0,5 und der andere entsprechend T2 0,5. Das ist einfach nur die Abkürzung dafür, was ich da halt an Abständen drin habe. Also zum Beispiel die 2 steht jetzt hier für fang an zu trailen nach 2 Punkten im Profit und mit einem Abstand von 0,5. Ja, und das kann man einstellen, wie man möchte. Ja, sieht man ja hier, Trail Start ist 2,0, Distanz ist 0,5 und dann auch der Trail Mode kann ich entsprechend noch auswählen. Ja, die sind hier alle aufgelistet und hier steht zum Beispiel noch 3. Ja, das heißt also, wäre dann der TA3. So, und das heißt, wenn ich jetzt hier draufklicke, passiert genau das. Ja, das heißt, er aktiviert den sofort mit dem TA3, wie man sieht. Beziehungsweise, weil hier der Trigger ja schon getroffen wurde, hat, ich hoffe, man hat das gesehen. Ich mache mal die 4, dann springt es nicht sofort an. Ja. Sobald jetzt der nächste Tick kommt, zack, ja, es ist jetzt umgesprungen auf 4, 1. Das heißt, hier fängt er an zu trailen. Ja, weil das halt eben einfach nur die Voreinstellung ist. Und ist das soweit verständlich? Also, das ist nicht fest definiert. Man kann hier einfach seine Trails selber einstellen, was man halt hier haben möchte. So, ich lasse den jetzt aber trotzdem mal hier. Na komm, lass mal den mal laufen, dass wir hier auch mal positiven Effekt haben.
Und aber genau dafür ist es halt eben gemacht, um schnell reagieren zu können. Ja, im Scalping, wo es ja immer nur um ein paar Pünktchen halt geht, um 3, 4 Punkte. Und dafür ist es natürlich extrem hilfreich. Oder wenn man halt eben einen klaren Trigger hat und sagt, ja, bis dahin und die in die Uhrzeit, da gehe ich halt raus oder mache halt sonst irgendwas. So, dann haben wir hier noch Reorder und Reverse. Also ist bis hierher soweit klar oder gibt es noch Fragen? Ich denke, damit darf man auch einfach mal rumspielen, am besten im Demo-Account, weil das geht im Strategietester bzw. History Trading nicht so gut, weil da immer alles ein bisschen arg schnell läuft. Kann man aber theoretisch natürlich auch dort gemacht werden. Aber im Demo-Account ist das halt tatsächlich ein bisschen einfacher. So, ich mache jetzt mal ein Beispiel. Ich mache mal jetzt manuell eben eine Order auf. Ja, gehen wir mal nochmal Short. Der hätte ja gar nicht mehr aufzufallen, der DAX ist ja wirklich unglaublich. Also. So, wenn ich jetzt zum Beispiel halt sage, da geht es halt einfach darum, jetzt werden so die Lehrbuchverteidiger wahrscheinlich erstmal die Hände beim Kopf zusammenschlagen, was ich jetzt als nächstes sage. Aber es geht darum, im Scalping, ja, es gibt ja immer zwei Möglichkeiten zu scalpen. Ich mache das hier mal alles aus, damit da halt nichts irgendwie komisch läuft. Zwei Möglichkeiten zu scalpen. Also was ich halt gerne mache, ist zum Beispiel Averaging. Das heißt, ich fange mit einer kleinen Position an. Also wenn ich jetzt zum Beispiel halt hier Short wäre in der Korrekturbewegung nach oben. Und dort macht es dann halt zum Beispiel Sinn. Ich glaube, ich mache hier mal auf dem Live-Konto noch einen Short auf. Wenn ich das hier angucke, ist ja nicht mehr normal. Was wollte ich sagen? Genau, und dort ist halt eben so, dass man nicht immer unbedingt klare Punkte hat, ja, wo es jetzt reagiert. Und dann kann man halt, also ich mache dann zum Beispiel, ich average gerne, das heißt, ich mache erstmal irgendwie die halbe Size auf oder auch nur ein Drittel von meiner eigentlichen Positionsgröße und verbillige dann halt zum Beispiel, ja. Und das macht halt beim Scalping einfach insofern Sinn, weil wie gesagt, es geht ja immer nur um kleine Bewegungen und es ist ja nicht immer klar, wo jetzt halt als nächstes die Reaktion stattfindet. Und so kann man sich hier entsprechend für Reorder, heißt, wenn ich jetzt hier zum Beispiel draufklicke, ja, da steht jetzt erstmal Open same position again with next bar. So, und calculate size by progression factor. Heißt, die voreingestellte Größe, die hier drin ist, und wenn hier 1,0 steht, dann heißt es, 1,0 mal 1, das heißt, wenn ich da drauf drücke, macht er mir nochmal eine Position auf und zwar genau in der Größe, die halt sich daraus ergibt. Also 1 mal 1, das heißt, wenn ich jetzt hier drauf drücke, geht natürlich ja im Profit ganz genauso. So, dann hat er jetzt hier mit dem nächsten Tick, hat er eine dazu gebaut. Das heißt, ich habe jetzt plötzlich zwei Positionen drin. So, ob man das jetzt im Verlust oder im Gewinn macht, das spielt erstmal keine Rolle. Wenn ich jetzt aber hier zum Beispiel sage, Progress 2, so, da wird es aber schon kritisch, das ist ein bisschen too much, dann heißt, dann würde er meine doppelte Positionsgröße hier nehmen, weil 2 mal 1, logischerweise ist 2 und ob ich die dann jetzt hier unten setze oder oben, macht aber halt, also wie gesagt, 2 würde ich grundsätzlich überhaupt nicht verwenden, weil es einfach wirklich zu viel ist, aber 1,3 zum Beispiel, so eine leichte Progression, das macht schon Sinn. Und wenn man halt im Scalping unterwegs ist. So, und da kann ich natürlich halt einfach auf Knopfdruck kann ich mir meine Position dann halt ohne hier über das Panel zu gehen, ja, sondern bleib einfach nur die ganze Zeit hier unten, kann ich mir dann halt meine Position entsprechend zusammenbauen. So, 1,3 wird es natürlich nicht gehen, weil das ergibt nichts, nämlich 1,3 mal 1 ist abgerundet ja auch nochmal 1. Also deswegen mache ich das hier mal zu Demonstrationszwecken, lasse ich das mal halt da drauf. Müsste aber dann mit dem D30 Mini klappen, oder? Genau, mit dem funktioniert das. Den hätte ich natürlich dafür aufmachen müssen. Ich weiß gar nicht, das Konto hier sowieso so runtergewirtschaftet im Demo. Es kann sowieso schon sein, dass das jetzt schon nicht mehr geht. Wenn ich jetzt da drauf klicke, ich bräuchte mal ein neues Demo-Konto irgendwie. Das ist immer ziemlich schnell im Eimer, sowas. Aber ich kann es ja trotzdem mal machen. Also, wie gesagt, wird nichts mehr rauskommen, vermutlich. Ne? Ja, genau. Ne? Wollte jetzt aber hier aufmachen, Size 4. Das heißt, die, einfach aus dem Grund, die Positionsgröße, die drin ist, wird hier gerechnet. Ja? Also nicht die oben angezeigt ist, sondern die drin ist.
Habe ich nämlich vorhin, und das steht auch, glaube ich, hier so dran. Ja, also die aktuelle Position, das, was drin ist, das wird hier entsprechend multipliziert. Sehe ich das richtig? Ich meine, jetzt muss ich aber selber nochmal gucken, ob das auch so stimmt. Ja, genau. So, und Reverse. Also ist das klar hier mit der Progression? Irgendwie fragt da ja keiner was, von daher gehe ich mal davon aus, das passt. Aber das war, glaube ich, schon so ein Ding, was viele interessiert hat. Wie geht man damit überhaupt um? So, Reverse ist genau das Gleiche. Das heißt, also was heißt das Gleiche? Ist genau umgekehrt. Dort mache ich nicht die gleiche Position auf, sondern eine Gegenposition. Ja, wenn ich jetzt halt sage, oh verdammt, er macht zuerst noch irgendwie kleinen Pieks in die andere Richtung, dann kann ich halt hier zum Beispiel Reverse. Das heißt, er würde meine Position drehen. Ja? Also in der Positionsgröße, die da ist. Und auch hier kann ich eine Progression aufmachen. Das heißt, also auch hier kann ich sagen, entweder gleiche Positionsgröße oder multipliziert mit irgendwas. Und hier geht natürlich auch eine negative Progression. Ja? Ich kann genauso gut sagen 0,5. Dann würde es jetzt hier bedeuten, einfach mal draufklicken. Dann sehen wir das ja. Zack. Ja, mal 0,5. Das heißt, ich bin jetzt hier mit einem erstmal long. Und dann kann ich halt nochmal sagen, alles klar, wenn du zurückkommst, dann gehen wir nochmal short. In der So. Zwischenzeit hast du ein bisschen Geld auf dem Konto gekriegt. Ach, hast du mir was drauf getan? Das ist gut. Ich gebe dir mal meine Live-Kontonummer. Kannst du es auch mal machen? Ja, mal schauen mal. So, ja, also um so kleine Bewegungen wie hier. Jetzt hat es hier tatsächlich auch Sinn gemacht. Ja, das ist 2 Punkte hochgegangen, die habe ich mitgenommen. Dann dreht er wieder, komme ich wieder runter. Das kann man schon machen. Und wie man sieht, auch hier die P&L, also Profit Loss, entsprechend verändert sich ja. Das sind wir hier erstmal auf Session. Ach, das war das schon. Okay. Nö, kann aber irgendwie nicht sein. Oder habe ich da heute, da habe ich wahrscheinlich schon irgendwas hier ausprobiert heute. Genau, ne? Also dafür ist es halt eben, um dann entsprechend schnell hier zu agieren. Dafür ist das gedacht. So, dass man halt eben halt immer die Positionsgröße im Auge hat und dann halt nicht irgendwie ständig da oben nochmal rechnen muss, neu einstellen muss, sondern ich gebe hier eine Progression ein, sei es jetzt positiv oder negativ. Und bin damit halt entsprechend schneller mit meinem Trade unterwegs. So, das war der Skype-Agent. Also, das ist ein nettes Helferlein, ja. Also, auch wenn man das irgendwie hier vielleicht noch gar nicht so wirklich einschätzen kann. Aber gerade wenn es darum geht, irgendwie zu einer bestimmten Zeit irgendwie Short, Long, weil oft hat man es das ja, dass man auch sagt, irgendwie ja, wenn Stundenkerze da und da schließt und dann mache ich dies oder das oder jenes, dann kann man das hier entsprechend auch schon voreinstellen. Oder halt eben zum Scalping hier mit 5 Minuten Kerzen oder 15 bin ich jetzt hier gerade. Dafür ist es natürlich echt extrem gut geeignet. Und also ich benutze es sehr gerne, gerade zum Scalping. Weil man halt eben, wie man ja gesehen hat, immer halt mit dem Anfang von der Kerze hat man halt irgendeine eine Bewegung. Das wäre jetzt hier zum Beispiel halt der nächste, wenn ich den jetzt hier setzen würde, der wäre halt zum Beispiel klar, dann halt, also wenn er long wäre, wäre auf jeden Fall halt short hier die nächste Bewegung. Und weil man auch hier, wenn man so ein bisschen markttechnisch das Ganze betrachtet, also hier runter, wir haben eine Aufwärtsbewegung, nochmal Abwärtsbewegung, Aufwärtsbewegung, insgesamt sind wir aber short. Würde mich wundern, wenn der jetzt einfach da hochläuft. Und dafür ist es halt geeignet. So, gut. Das war der Skype-Agent. Und noch eine Was haben wir da Zwischenfrage, was noch? hier reingekommen ist. Stop-Loss und Take-Profit stellt man weiterhin alles rechts ein, ne? Genau. Also Take-Profit, ja, Stop-Loss sowieso auch. Das bleibt alles hier. Nur eben den Trail, den kann ich halt hier entsprechend voreinstellen. So, jetzt haben wir hier ein fettes Konto, sondern auch dann machen wir, kann man jetzt das ja nochmal irgendwie zeigen. Progress 2. Ja gut, jetzt zählt jetzt natürlich hier nichts. Das wäre nur, wenn ich jetzt drauf drücke. Ansonsten wäre halt einfach hier die nächste nochmal, wenn die 1 Minute voll ist. So.
Trail kann man ja aktivieren und gucken, was dabei rauskommt. So, was haben wir denn noch? So, hier vom Sebastian. Das bezieht sich auf Programmierung. Da stelle ich mal kurz hinten an. Da versuche ich nämlich die Geschichten so ein bisschen gebündelt zu behandeln. Gibt es ein Update zu meiner Frage? SteroTrader, Sportstrategie, müssen wir jetzt erstmal kurz selber lesen. Also das betrifft die Sportstrategie und die Risikoberechnung. Das muss ich leider wirklich im Support lassen, das ist zu spezifisch. Da geht es halt darum, dass die Risikoberechnung irgendwie im Tagwechsel erst, glaube ich, mit Verzögerung irgendwie da funktioniert. Muss ich mir angucken einfach. Also das ist, sorry, wenn das auch momentan ein bisschen dauert, weil ich war ja gerade mehrere Tage off. Ich war ja in Frankfurt bei der WOT und da ist leider Gottes ein bisschen was liegen geblieben. Also es ist mit Sicherheit keine Absicht. Ich bin ja immer so schnell es geht irgendwie dabei. So, dann haben wir hier ganz wichtigen Einwand von dem Frank. Der Stereo-Trader wird immer geiler. Gut. Das steht hier so, ja. Also ich gebe das nur wortwörtlich Das wieder. Ich stimmt. sage Dank. Ich sage aber Dankeschön natürlich an der Stelle. Aber ich bin natürlich auch auf euer Feedback angewiesen und das genauso soll es ja auch sein. Ihr sollt ja damit irgendwo halt auch ein bisschen cleverer unterwegs sein als andere oder als die breite Masse im Markt. So, wie geht es der MetaTrader 5 Version und wird er auf Stereo Futures verwursten können? Der Version geht es sehr gut. So, hier hat er übrigens gerade nochmal eine aufgemacht, der Skype-Agent, ja, wird auch direkt schwarz nach unten, wie sich das gehört im Short-Trend. Ja, die MetaTrader 5-Version, also ich weiß jetzt nicht, ob du im Testprogramm dabei bist, aber es gibt ja in Facebook eine Testersgruppe, das heißt, jeder, der Lust hat, an dem Test dort mitzumachen, darf sich da einfach gerne anmelden und da kommt tatsächlich gar kein Feedback in Form von irgendwelchen Fehlern oder sonst irgendwas. Und von daher, entweder haben da alle die Lust verloren, was ich irgendwie nicht glaube, oder es ist tatsächlich so, dass das alles wohl recht stabil ist. Also es gibt eigentlich nur einen einzigen kleinen Fehler, der mir bekannt ist. Der ist aber noch nicht mal tragisch. Und das betrifft auch nur die Serveranbindung. Aber ansonsten spricht da eigentlich nicht viel dagegen. Was haben wir noch heute Mittwoch? Den tatsächlich dann auch zur nächsten Woche irgendwie mal freizugeben. Also Seiten von FX Flat kommt dann noch irgendwie ein anderer Einwand, beziehungsweise wenn wir halt das kleine Problemchen haben mit der, da geht es darum, dass man Pending Orders irgendwie nicht verschieben kann, weil es da halt eine Fehlermeldung gibt, die dazu nicht passt. Aber das war es dann auch schon. Und dann kann man das eigentlich auf jeden Fall dann diesen Monat auch noch raus tun und da auch loslegen. Und zur Frage, ob der Futures handeln kann. Also die erste Fassung ist halt so, dass die nur Hedge-Konten verarbeitet. Das heißt, wahrscheinlich, ja, das müsstest du mir beantworten, also jetzt gerade auch hier zum Beispiel bei den Aktien, die man ja auch damit handeln kann, kann es sein, dass das mit Futures nicht funktioniert? Beziehungsweise. Mit den aktuellen Konten? Genau. Ja, das wird, vielleicht haben wir der eine oder andere schon mitbekommen auf der WOT. Wir werden nächstes Jahr unter anderem Aktien, also der direkte Aktienhandel ermöglichen mit dem MetaTrader 5 und ist natürlich auch angedacht, dass wir später auch Futures anbieten. Und da wird natürlich ein anderes Kontomodell dann Voraussetzung sein. Aber da wird es ja in entsprechenden Informationen noch dazu geben. Aber mit den aktuellen Modellen wird es dann natürlich nicht gehen. Ja, hier, genau. Ja, ist natürlich jetzt schade. Ich habe, jetzt ist ja zu die Börse, sonst hätten wir es ja gerade mal irgendwie zeigen können. Also hier, das ist die MetaTrader 5 Variante. Moment, ich nehme mal hier von der Also, ETR ist das, ne? genau. Also, wer den MetaTrader 5 benutzt, der hat auch jetzt die DAX 30 Aktien im Demo zur Verfügung. Ist natürlich jetzt erstmal alles ein bisschen zum Testen. Das ist wirklich ein riesiger Aufwand dahinter und
Man muss da an der Stelle noch natürlich auch noch einiges lernen und alles testen. Das heißt, Sie können es aber schon jetzt schon mal testen, das Ganze. Die Kurse sind 15 Minuten verzögert, wie man es auch so von anderen Plattformen kennt. Aber da haben Sie schon mal einen Einblick, was demnächst in 2018 dann zu erwarten ist. Ja, und das ist ohnehin so. Also momentan, ich habe ja gesagt, es ist im ersten Schritt allerdings natürlich nur auf Hedgekonten beschränkt. Das heißt, es kann sein, dass es mit dem ersten Schritt dann halt nicht möglich sein wird. Aber der zweite Schritt folgt direkt danach. Sobald die Version für die Hedgekonten jetzt freigegeben ist, geht es natürlich weiter zu der Version für die Netting-Accounts. Netting heißt einfach nur, da gibt es halt dann keinen Short und Long gleichzeitig mehr, zumindest nicht beim Broker. Und das ist für den Stereo Trader soweit kein Problem, das kann der ja ohnehin schon. Nur nichtsdestotrotz ist es halt einfach Step by Step, will ich das halt machen und nicht alles auf einen Schlag, weil eben die Kontohandhabung und die Berechnung da halt teilweise eine andere ist. Es ist kein großes Hexenwerk, wird direkt danach kommen. Und das heißt, sobald dann halt eben hier von FX Flat auch die Freigabe dann da ist, nächstes Jahr für Aktien und damit wahrscheinlich dann auch für Futures, spricht halt nichts dagegen, das damit dann auch zu handeln. Das wird also dann genauso schnell dann entsprechend funktionieren. Und das, wie gesagt, das wird auch nicht ewig dauern. Sobald, wie gesagt, die andere draußen ist, die andere Version, ist das eigentlich keine große Affäre, die für Netting-Accounts dann halt entsprechend dann auch nachzuschieben. Und ja, wird also alles damit funktionieren. So, und dann gibt es übrigens auch, ja, was jetzt noch nicht drin ist, nur um das auch mal kurz zu erwähnen, also man sieht ja hier noch kein Ordervolumen und so weiter, das kommt natürlich auch alles, ganz klar. Sobald wir hier eine Anbindung haben an den echten Markt, dann kriegt man hier halt auch entsprechend einen Minidom und so weiter angezeigt, wie man das von anderen Future-Plattformen und so weiter auch kennt. Das heißt, dann gibt es hier so eine Anzeige, wo man halt die Orders und so weiter dann auch sieht und das kommt natürlich alles, klar. Ist nur jetzt halt noch nicht drin, weil jetzt macht es keinen Sinn, es ist noch keine echte, noch keine Börsenanbindung momentan da, sondern es ist ja immer noch OTC, also over the counter. So, muss der Stop-Loss im Pool eingestellt werden, ist die nächste Frage. Ich vermute mal, das bezieht sich auf den Skype-Agent oder generell. Klar, die muss halt immer hier im Pool eingestellt sein, sonst passiert da nichts. Ich gehe nochmal zurück auf die Fassung hier. So, nochmal MetaTrader 4. Also wie gesagt, wenn das auf den Scalping-Agent bezogen ist, ja, das muss entsprechend voreingestellt sein. So, was haben wir noch? Was bedeutet Preax? Preax, das ist ein Indikator von mir, der ist noch in der Entwicklung. Ich habe den ja nur manchmal in Verwendung in der Gruppe und weil sich damit halt Breakpoints, also Stellen, wo halt Bewegung entsteht, wo es die halt gerne punktgenau funktionieren, getestet werden. Deswegen habe ich den manchmal drin. Das ist aber noch nichts Offizielles. Es ist momentan noch in der Schublade und ob das jemals kommt, muss ich halt mal sehen. Also das hat jetzt auch irgendwie nicht wirklich Priorität. Das war eigentlich nur erstmal eine Methode, um ja, das, was ich normalerweise manuell ermittle als Widerstandslinien und so weiter, die ich ja gerne irgendwie auch mal mit 5 Punkten Stop-Loss handle. Und das macht er halt automatisch, der Indikator halt nach meiner Logik. Also das ist das Priax. Ich kann ja trotzdem mal kurz zeigen, wie der aussieht, damit man da mal weiß, wovon ich rede. Ich mache mal den Skype-Agent hier raus. Den brauche ich ja erstmal nicht mehr. So, das ist das Ding hier. Und das sind dann auch entsprechend die Bilder, die man dann irgendwie gerne mal sieht von mir, ja. Das heißt, der ermittelt halt zum Beispiel solche Bereiche, ja, die halt dann, die man halt eben auch zum Scalpen schon gut verwenden kann und die entsprechend Widerstandslinien bilden, sieht man ja auch hier oben jetzt zum Beispiel. Und ein NFP Live Trading habe ich den, glaube ich, auch schon mal drin gehabt und zeigt mir zum Beispiel dann halt auch Breakpoints. Das wird jetzt im Hintergrund berechnet, das dauert ein bisschen. Das ist natürlich hier Quatsch. Auf Stunde stellen. So, funktioniert im DAX, glaube ich, aber nicht so sauber. Ah, doch schon, hier oben sieht man es ja. Da kommt auch, glaube ich, die, was war das hier? Die, genau, die 1353 her, die hatte ich ja vorhin auch irgendwie live gesagt, dass ich da mal eine Runde long gehe bei 13055. Das war das übrigens mit dem Trade auch vorhin, wo ich gesagt habe, da ist er entweder bis 80 da oben, wenn die 15 Minuten um sind oder nicht.
Ja, und das war halt auch hier, wie man sieht, ja, erster Reaktionspunkt, beziehungsweise da oben war nur Mini. Und das lohnt sich dann halt auch nicht, sondern hier unten war dann halt schon ein bisschen genauer. Und sowas kann man halt entsprechend mit einem kleinen SL handeln. Und das macht, wie gesagt, nichts anderes als das, was ich halt eben sonst immer manuell gemacht habe. Und das rechnet es eben automatisch. Das ist der PryEx, nur um das mal kurz zu beantworten. So, kannst bitte den NT-Button bei Order bearbeiten kurz erklären? NT. Ach so, genau. Es geht um das Stichwort Pending Orders und dort gibt es diverse Order-Attribute. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Long Order setze, nur mal als Beispiel, dann sehe ich hier bei Order-Attribute, sehe ich halt diverse Geschichten. Einmal ist CA, CO, RV und NT hier deaktiviert. Nur mal kurz der Reihe nach, um das auch mal kurz angesprochen zu haben. Ich kann eine Order ja grundsätzlich Attribute zuordnen. Das heißt zum Beispiel, wenn hier CA ausgewählt ist, ja, und dann würde das bedeuten, wenn die Order gefüllt wird, werden alle anderen Order gelöscht, egal ob Long oder Short. Ja, also das heißt, so zum Beispiel, und sobald, ja, oder die dann halt, wenn die als erstes angelaufen wird, werden die anderen halt weg. Dann gibt es noch CO. CO heißt Gegenorders löschen. Das heißt, wenn die hier als Long gefüllt wird, würde halt zum Beispiel gleichzeitig, wenn CO aktiviert ist natürlich, ja, ich muss die hier natürlich zuerst auswählen, würde dann CO aktivieren und das würde bedeuten, alle gegenläufigen Orders werden gelöscht. Das heißt also, hier in dem Fall habe ich eine Long Order und wenn die gefüllt wird, werden alle Short Orders gelöscht und die Longs bleiben bestehen. Ja, und so kann ich es halt so ein bisschen separieren. Das ist natürlich auch wichtig, wenn man halt irgendwie seinen Exit definiert über Teilverkäufe und so weiter. Und dann kann ich halt hier entsprechend Vorsorge treffen. RV, das ist ja hier schon direkt mit drin. RV heißt einfach nur Gegenposition schließen. Ja, also wenn ich halt irgendwie hier zum Beispiel eine Long Order hinsetze und sage dann hier RV, dann würde das bedeuten, der Short würde hier geschlossen und ein Long wird dann hier aufgemacht. So, und auf die eigentliche Frage zu kommen, NT, und das ist ja auch deaktiviert. NT heißt Verrechnung. Eigentlich steht es auch immer dran, ja. Also hier Verrechnungsorder kompensiert Gegenposition. Heißt nichts anderes, als dass es hier verrechnet werden würde. Ich komme hier mit 4 Short runter. Nehmen wir mal den hier, ja. Komme hier mit 4 Kontrakten Short runter. Komme hier unten hin. Das heißt Verrechnung. An der Stelle wird dann halt entsprechend werden halt 2 gekauft, also bin ich anschließend noch mit 2 insgesamt Short. So, und das ist deswegen aktiviert, deaktiviert, weil im Stereo Future Modus, das ist ja der Standardmodus, den ich hier habe. Ja, das heißt also hier ist ja eingestellt Stereo Future und das heißt ja nichts anderes, als dass ich hier ist sowieso schon eine komplette Verrechnung halt habe. Nur wenn ich im anderen Modus unterwegs bin, also Stereo Future verrechnet immer, ja. Und aber die anderen Modi, wie zum Beispiel halt jetzt hier in Single Net oder Single Hedge, Stereo Hedge und so weiter, die verrechnen nicht. Und dort kann ich aber dann zum Beispiel sagen, durch das NT, dass er nicht irgendwie dass er nicht eine neue Position aufmachen soll, wie das zum Beispiel beim Single Hedge der Fall wäre. Oder halt eben auch bei dem anderen Modus, wo ich ja generell Long und Short gleichzeitig sein kann. Und dort kann ich dann zum Beispiel sagen, mach nicht neu auf, sondern verrechne. Und das passiert eben dann, wenn das NT ausgewählt ist. Ja. So, das ist das ganze Spiel um den NT-Button. Alright. Ich denke mal, Frage ist beantwortet. Braucht man normalerweise halt nicht. Ja. Also wenn man im Stereo Future Modus unterwegs ist, muss man sich darüber keine Gedanken machen, weil das ohnehin immer passiert. So, dann kommt hier, erkennt ihr automatisch Futures? Ich vermute mal, das war wieder auf den MetaTrader 5 bezogen. Ja, davon gehe ich doch mal aus, dass das so sein wird. Was haben wir noch? Eigene Templates kann ich nicht speichern, sagt der Karl. Kannst du das nochmal ein bisschen näher ausführen, was damit gemeint ist? Und weil so ist es natürlich ein bisschen schwierig, darauf einzugehen.
Da würde ich hier mal noch die andere Frage aufgreifen. Da gibt es, das bezieht sich auf die Programmierung. Bei der Verwendung der Funktion DrawLineTrend habe ich zunächst die Frage, welcher Wert muss für die Variable DateTime angegeben werden? In bla bla bla, okay. Jetzt überlege ich gerade, ob ich hier irgendwo ein Beispiel habe, wo überhaupt eine Trendlinie gezeichnet wird. Ansonsten würde ich hier einfach mal irgendeinen Quellcode aufmachen. So, was sind wir hier? Eine Etage tiefer. So. Einfach mal den hier. Das muss ich nämlich selber mal gucken. Das weiß ich natürlich auch nicht unbedingt immer alles auswendig. Also, Draw Line Trends. Da war die Frage, welcher Wert bei Daytime? Ich glaube, da ist tatsächlich irgendwas verrutscht, weil das sollte natürlich so nicht aussehen. Das sieht aus, als wäre das wirklich falsch deklariert, weil du schreibst ja auch in dem zweiten Satz, dass du eine Fehlermeldung bekommst. Das vermute ich fa fast, weil es hier falsch deklariert ist. Also das ist eigentlich schlichtweg zu viel, ja. Das ist hier ein kleiner Bug in der API, so wie ich das sehe. Und das, was ich gerade gemacht habe, mach das einfach mal weg. Wenn es nicht helfen sollte, schreib mir bitte einfach und dann muss ich mir das angucken. Dann ist es möglicherweise, muss es dann hat es noch eine andere Ursache, aber sieht hier wirklich nur aus, als hätte hier einmal das Date Time zu viel gestanden. Das ist, glaube ich, wirklich alles, was hier falsch war. Weil das ergibt keinen Sinn, ja. Weil hier steht ja auch immer da, dabei, halt die Parameter. Also der erste ist halt Text, einfach die Beschreibung. Und dann Anfangszeit, Anfangspreis, Endzeit, Endpreis. Ja. Damit sollte das ja beantwortet sein. Okay. Wenn ich eigene Indikatoren habe, die ich immer gerne benutzen möchte, soll ich das dann als eigenes Template oder als Default abspeichern? Das Problem ist halt, also grundsätzlich wäre richtig, dass als Default kann man das abspeichern oder man kann es natürlich auch nachträglich laden. Das Problem ist aber, dass der MetaTrader so viel unnützes Zeugs speichert, dass das halt oftmals nicht sauber funktioniert. Und weil wenn ich das jetzt hier als Template speichere, dann aus welchen Gründen auch immer, wird da halt alles Mögliche an Informationen gespeichert, was einfach nicht gebraucht wird. Und das ist erstmal soweit kein Problem. Es verlängert nur die Ladezeit, ja. Und das heißt, statt irgendwie, ich meine, wenn ich hier einen Chart aufmache und dann geht es ja halt 0, nix, das ist ja eine Affäre von ein paar Sek von ein, zwei Sekunden. Nur wenn ich das als Template abspeichere, also wenn ich jetzt hier als Beispiel sage, Template und dann halt irgendwie speichern als irgendwas und dann ist die halt paar hundert Mal so lang wie die eigentliche Default TPL. Und wenn man sich das antun möchte, also gibt es natürlich auch einen anderen Weg. Man kann halt auch zum Beispiel eben auch in die Default TPL halt zum Beispiel auch direkt irgendwie reingucken. Und das ist nämlich einfach nur Text alles. Und kann man zeigen, wie die aussieht. Und die ist nämlich mit Absicht ja auch so kurz gehalten. Jetzt muss ich mal gucken, ob es hier funktioniert überhaupt, ob ich hier irgendwas. So sieht das Ganze ja aus. Und dann kann man natürlich halt hier bei Indikatoren, kann man einfach reinschreiben, welchen Indikator man laden möchte. Also einfach nur Name und dann halt den Indikatornamen hier manuell eintragen. Und das ist wahrscheinlich besser. Also es geht auch anders, ja, wenn man sich das nicht antun möchte hier. Es geht auch anders. Aber wie gesagt, Ladezeit ist auf jeden Fall um einiges länger, wenn man halt das abspeichert. Kann ich ja mal zeigen zum Vergleich, wenn ich jetzt hier ein Template abspeichere, dann ist einfach nur mal
Test. Ja, gibt's schon, weiß ich. So, dann kann ich mal zeigen, wie das aussieht. Das ist halt echt nicht feierlich, was da rauskommt. So, ne? So sieht das Ganze dann aus. Es nimmt kein Ende. Kann hier mit der Maus durchscrollen. Bis zum geht nicht mehr. Es hört einfach nicht auf. Ja. Und das ist halt irgendwie alles Mumpitz, was der MetaTrader hier speichert. Das habe ich denen auch schon mal mitgeteilt, dass sie es doch einfach mal lassen sollen. Aber ja, stößt da irgendwie auf taube Ohren, warum auch immer. Weil es ergibt sowieso keinen Sinn, es funktioniert auch nicht. Ja. Weil wenn ich mich jetzt hier zum Beispiel die Template lade, also entweder stürzt er halt ab. Also das betrifft da dann wirklich nur meine Umgebung hier, weil die ist ein bisschen fragil. Beziehungsweise sobald ich halt hier ein paar Mal irgendwie am Debuggen bin, dann steigt da halt irgendwas irgendwann aus. Ich kann trotzdem mal versuchen, damit man das mal sieht. Ja, das hier ist auch mal schön, dass man nicht durchscrollen kann. So. Gucken, ob er überhaupt was macht. Ja, macht was. So, und dann sieht man nämlich wahrscheinlich gleich. Oh, nee. Aber es dauert, ne? Schön lange. Liegt einfach daran, halt, weil der MetaTrader versucht, alles, was da vorher drin war, irgendwie nochmal herzustellen. Und der StereoTrader aber hingeht und erstmal alles löscht, was nicht dazugehört. Und das kostet halt einfach Zeit. Okay, so, dann haben wir nochmal den Karl, der hat ja vorhin gefragt, ich kann keine eigenen Templates speichern, Kerzenfarben geändert, gespeichert beim Neustart wieder schwarz-weiß. Ich meine eigentlich, das hätten wir schon mal gehabt und das sollte eigentlich auch behoben sein. Also, wenn man mit eigenen Farben arbeitet, muss man auf jeden Fall hier einstellen, Chartthema und dann auf No Preset. Und dann sollte das eigentlich funktionieren, wenn man jetzt eigene Farben definiert. Das war, ich weiß, das Ding hatten wir schon mal und es war auf jeden Fall auch schon mal behoben. Ich will jetzt aber nicht ausschließen, dass die letzte Version, die ein bisschen umfangreichere Änderungen unter der Haube erfahren hat, dass sich das da nochmal eingeschlichen hat. Also ich kann es ja mal halt irgendwie versuchen. Es dauert hier immer nur alles so ewig, wenn die Videoübertragung an ist, bis sich da mal überhaupt irgendwas bewegt. So, jetzt hat er hier auch irgendwie da auch mal gleich was geändert. So, kann man versuchen, ob das funktioniert. Mache ich hier mal eine ganz lustige Farbe. Einfach nochmal zum Test. So, und du hast ja gemeint, wenn du es irgendwie halt zumachst und dann nochmal aufmachst, und dann ist, ich kann es ganz einfach machen, ich mache einfach mal den, ich mache die mal separat zu. Lass mal nur den letzten auf, dann geht das Ganze ein bisschen schneller. So, mache ich den Kollegen hier mal komplett zu. Und dann gucken wir mal, so, das dauert jetzt noch alles ein bisschen. So. Okay. Ja, der Sebastian nochmal mit der Frage aus der Programmierung von vorhin, da sage ich gleich noch was dazu. Kann man von Hand Zickzack-Indikator, Short und Long. So, jetzt werden wir es ja sehen. Ja, genau, stellt nochmal um. Okay, muss ich mir angucken. Ist dann wahrscheinlich irgendwie verschütt gegangen, die Anpassung. Und wird dann im nächsten Update dann nochmal funktionieren. Also, sorry an der Stelle. Ich dachte, das funktioniert, weil ich weiß, dass es schon mal behoben war und hat sich aber dann offenbar hier wieder eingeschlichen. So, ich stelle ich gerade mal zurück. Könnte aber auch zusammenhängen, das wäre vielleicht mal ein Versuch wert, würde ich aber jetzt nicht noch mal machen. Irgendwie reagiert hier
Katastrophal gar nichts, alles. Ja, sollte man das. Und das sollte man auf Auto stellen. Also dass die halt auf jeden Fall die bessere Kombination, weil da nämlich eben halt auch das Panel entsprechend sich auch eigentlich den Kerzenfarben anpasst. Aber wie gesagt, ich muss es mir eh nochmal angucken, ja, was dann da rauskommt. Also ich wollte jetzt eigentlich gar nicht okay drücken, aber okay. Was ist jetzt passiert? Jetzt sieht es schön gruselig aus hier. Also meine Performance, die geht hier gerade komplett in den Keller. Irgendwie hier wegen der Videoübertragung, wenn ich versuche, mal im Hintergrund irgendwas auszuschalten. Den mal weg, den braucht jetzt keiner. Ja, sonst ist ja nichts. Gucken, vielleicht reicht das schon. Okay, also versuche ich jetzt mal nochmal zurückzustellen. Ja, jetzt ist alles sehr schön hier. Und das ist echt ganz schön spannend. Sorry, wenn das hier alles so ein bisschen dauert, kann es leider nicht ändern. Kein Problem. Hier ist immer, wenn die Videoübertragung da ist, bleibt hier immer irgendwie alles fast stehen. Ich weiß nicht wieso, aber das ist ein bisschen anstrengend. Okay, so, da haben wir hier noch bei Strategik, oh, da war mal ein Button für seitwärts. Jetzt geht nur entweder long oder short. Ja, das ist richtig. Weil, ich zeige das mal kurz. Jetzt, da ist gemeint, also vorher gab es hier noch in der Mitte einen für seitwärts. Der ist deswegen rausgefallen, weil man konnte nämlich vorher entweder long oder short oder seitwärts. Jetzt kann man halt auch hier, Moment, kann mal gucken. Was voreinstellen. Sollte jetzt aber hier auch so sein, genau, dass die sich nämlich halt entsprechend auch gegenseitig aufheben. Der Grund ist, damit ist der Grund eigentlich schon erklärt, weil seitwärts eigentlich halt einfach nichts gebracht hat, ja. Also, weil man, also zumindest nicht im Future Mode. Wenn ich aber auf den Stereo Hedge Mode wechsle, dort habe ich dann auch entsprechend auch nochmal seitwärts. Dort geht es, ja. Glaube ich zumindest. Und oder ist der dort auch weg? Es kann natürlich sein, dass er auch weg ist. Es hat auf jeden Fall, ich weiß, ich habe den entfernt. Moment, mal gucken. Doch, ne, hier geht's noch, ja. Weil der halt auch entsprechend Long und Short getrennt behandelt. Und das macht halt nur im Stereo-Future-Modus halt Sinn, weil ansonsten produziere ich eigentlich nur Kosten. Im Stereo-Hedge-Mode, Entschuldigung. Im Stereo-Future-Mode produziere ich eigentlich nur Kosten, weil die sich halt nahezu immer gegenseitig aufheben. Und das ist halt der Grund. Das heißt, wenn man das also verwenden möchte, also hier den automatischen Handel mit Grid Orders in zwei Richtungen gleichzeitig, weil wie hier zum Beispiel, wo es auf der Stelle tritt, da macht sowas sogar Sinn, dann seitwärts zu gehen, aber dann halt eben ist es dann getrennt behandelt, also wird getrennt aufgelöst und nicht eine löst die andere auf. Und dann macht man das am besten hier im Stereo Future Mode. Und dort geht auch seitwärts. So, stellen wir mal zurück. So, kannst du mal, schreibt jemand, der Frank, kannst du mal bitte kurz zeigen, wie man eine OCO-Order erstellt? Das habe ich vorhin eigentlich gemacht. Das war hier über die Order-Attribute. Vielleicht wurde das nicht ganz verstanden. Aber sind genau diese Attribute. Ja. Hier wir Order bearbeiten. Gegen Orders oder alle anderen Orders löschen. Ja, also sobald ich halt die Attribute aktiviere, das ist ja nichts anderes. OCO heißt ja nur One Cancels Other. Das heißt, die hier, ja, schließt eine andere. Und ich kann halt hier im Gegensatz zu einer normalen OCO, kann ich halt noch sagen, du cancelst alle anderen Orders oder eben nur die, die short sind. Ja, und das ist ja vom Prinzip her, ist es ja genau das Gleiche. Und falls damit gemeint sein sollte, dass zum Beispiel, wenn ich flat bin, ja, dass halt, ich habe ja zum Beispiel folgende Aufgabenstellung.
Mal angenommen, ich sage, hier unten ist mein Take-Profit. Ja, jetzt nur mal hier rein fiktiv. So, da will ich hin. Und da ich das nicht weiß, ob das funktioniert, habe ich hier außerdem noch einen Teilverkauf, beziehungsweise wir sind ja Short, das ist ein Teilkauf, eine Teilauflösung sozusagen. Und jetzt könnte es ja passieren, dass der ein Stop-Loss läuft und kommt dann runter und dann wäre ich ja plötzlich long. Ja, das will ich ja auch nicht, sondern es soll ja halt als Teilauflösung nur dienen. Das ist eine andere Form von OCO, also von One Cancels Other. Das macht man anders. Dafür gibt es hier die Funktion Auto Exit. Ja, da gehe ich einfach nur auf Orders löschen. Orders löschen bedeutet, sobald ich flat bin, egal wie, egal ob ich auf den Knopf drücke oder ob Stop Loss ausgeführt wird, Take Profit ausgeführt wird oder so, was auch immer. Wenn hier steht Orders löschen, sind danach alle Orders weg. Und damit vermeide ich ganz einfach, dass ich hier plötzlich versehentlich long bin. Ja. Weil, wie gesagt, wenn er jetzt hier zuerst einen Stop läuft und kommt dann wieder runter, wäre ich long. Das will ich nicht. Dafür ist diese Funktion da. Ist dann sozusagen auch eine One Cancels Other, beziehungsweise würde an dem Punkt bedeuten, dass mein Stop Loss meine Orders löscht. Ja. Und ich könnte ja auch genauso gut, könnte ich es natürlich auch so machen. Ich mache keinen Stop Loss, keinen Take Profit, also keine klassischen, sondern setze hier oben ein Buy-Stop hin. Ist genau das gleiche wie ein Stop-Loss. Würde auch nichts anderes machen. Und diesen Buy-Stop, dem sage ich dann halt, das wäre der klassische Weg. So kennt man das aus dem Future-Handel. Das wäre nämlich halt einfach nur der Klassiker. Das heißt, da sage ich dann, pass mal auf, du schmeißt alles andere raus. Ja, das heißt, in dem Fall, wenn man das hier auch noch genauso macht, Stop-Loss, Take-Profit mit Orders statt mit Stop-Loss, Take-Profit, aber Ergebnis wäre exakt das gleiche. Und hier, daher kommt es ja auch ursprünglich, woher es die meisten kennen. Das heißt, hier habe ich dann mein OCO, mein OCO-Attribut, ja, One Cancels Other. Und hier ganz genauso. Und damit sind die beiden miteinander verknüpft. Das heißt, wenn eine von beiden nämlich gefüllt wird, ist die andere weg. Ja, das nur mal zum Verständnis, weil wenn jemand vom MetaTrader kommt, der kennt Stop-Loss und Take-Profit. Das gibt es ja eigentlich nicht in dem Sinne, wenn man Börsenhandel betreibt, sondern dort gibt es dann nur One Cancels Other. Und daher kommt eben die Bezeichnung. Und das wäre jetzt halt nur so die ganz klassische Verwendung. Möchte Soweit okay, Frank? nur hier kurz Bitte? ergänzen, für alle, damit auch alle wirklich verstehen, dass das auch nur in dem Modus Stereo Future funktioniert, ne? Also nicht, dass man dann im normalen MetaTrader-Modus versucht, mit der Okay. Gegenorder dann die Position zu schließen. Ja, genau. Beziehungsweise im normalen MetaTrader würde er halt den Short auflassen und hier einen Long aufmachen. Und ich wäre halt gehedged. Und unten ganz genauso. Ne? Und verknüpfen könnte ich sie halt nicht. Und das ist halt das Problem generell. Also eines der Probleme vom MetaTrader. Okay. Gut. Versuch mal die Periodizitätszeile zu verschieben. Die Frage verstehe ich nicht ganz, oder die Aufforderung. Ist das hier oben damit gemeint? Also da vielleicht noch mal irgendwie genauer sagen, was damit jetzt gemeint ist. So, wenn ich hier drüber gucke, kommt da irgendwie, glaube ich, gerade auch nichts mehr. Genau, das sind eigentlich nur noch die Fragen zur Programmierung offen. Die würde ich dir dann auch vielleicht weiterleiten oder kann der Teilnehmer dir vielleicht noch zusätzlich noch eine E-Mail schreiben oder bei Facebook sich melden. Ja, Ansonsten. Facebook eher ungerne. Da auch mal generell. Also es gibt ja einige, mit denen bin ich auch hier per Facebook ja auch connected. Ich schaffe es nicht, die Sachen in Facebook zu beantworten. Das ist nicht böse gemeint, aber es kommt so wahnsinnig viel teilweise, das geht halt einfach unter. Also bitte immer irgendwie, wenn irgendwas sein sollte. Generell ist hier erstmal der Support von FX Flat ja auch da. Und die sind ja auch nicht in Facebook. Und ich mache es auch wirklich sehr ungerne, weil es halt einfach Überhand nimmt bei Facebook. Und wie gesagt, es geht ohnehin unter, weil die Nachrichten teilweise einfach zu viel sind.
was da halt kommt und ich da einfach auch gar keinen Überblick habe. Und wenn das per E-Mail gemacht wird, dann hat das eine wesentlich bessere Sortierung, auch bei FX Flat und bei mir ganz genauso. Und vor allen Dingen kann man da auch viel besser auch eine Konversation aufrechterhalten, beziehungsweise eben auch Screenshots und so weiter. Dann die bitte einfach an den Teilnehmer kurze E-Mail an uns, nochmal mit den Fragen und wir leiten das entsprechend weiter. Genau. Okay. Eine Frage sehe ich noch, ist übrig geblieben, dann haben wir eigentlich alle. Und zwar war das bezüglich Zickzack. Zickzack. Moment, genau, da habe ich vorhin irgendwo was gesehen. Da hattest du schon angefangen gehabt, genau, vorzulesen. Wo ist die denn? Ah, okay. Kann man anhand von Zickzack in der Long and Short automatisieren? Zickzack-Indikator, für die es nicht kennen, ich selbst verwende es eigentlich auch ganz gerne. Nur um das mal kurz zu zeigen, was der so treibt. So, einfach hier Standardeinstellung lasse ich jetzt einfach mal drin. Der hilft einem nämlich so ein bisschen den Trend zu bestimmen. Das macht er gar nicht so schlecht teilweise. Da muss man nämlich alles, nicht alles von Hand zu Fuß zeichnen. Oh, das ist hier immer. So. Das mal aus, ja. Das heißt, der ermittelt halt hier Hochs und Tiefs mit gewissen Schwellwerten und so hat man ein bisschen Überblick darüber, was hier eigentlich gerade irgendwie passiert. Ich kann das mal kurz im DAX zeigen, was der da gerade für ein Chaos macht. Also das ist, deswegen mich das auch hier ein bisschen verwundern, was der hier treibt. Hier sieht man zum Beispiel, ja, also hier war halt zum Beispiel, da war halt das Tief bei 848 etwa, 844. Gab es hier einen Lauf nach oben und dann halt hier kurze Welle und dann kein neues Tief. So, und das ist normalerweise schon ein schönes Setup für ein potenzielles Reversal. Das hat er dann auch gemacht. Also hier erstmal an die alten Hochs nochmal dran, kurz Schwung geholt und dann die alten Hochs gebrochen. So, normalerweise würde jetzt hier erstmal ein weiterer Aufwärtstrend laufen. Es ist auch noch nichts passiert, ja, solange das hier unten nicht raus ist. Nur hätte er hier jetzt nicht unbedingt nochmal drunter gemusst. Von daher war das jetzt nicht so schön, was er da heute gemacht hat. Also wenn man da noch irgendwie Long gesucht hat, da hat man heute vergeblich gesucht. Also zumindest mal ab Nachmittag. So, und jetzt war die Frage, also das ist letzten Endes ja nur die Darstellung, ja, von der Dow-Theorie beziehungsweise von Markttechnik. Und jetzt war ja die Frage, kann man das halt irgendwie automatisieren, also das automatisch handelt beziehungsweise einen Trade auslöst? Nein, erstmal. Zumindest mal jetzt nicht. Ich kann aber so viel verraten, es wird nächstes Jahr ein Add-on kommen mit einem der bekanntesten Markttechniker, die wir haben. Und das wird es wahrscheinlich auch können. Ja, dort kann ich dann auch sagen, oder beziehungsweise das zeigt mir auch an, wo sind Long-Bereiche, wo sind Short-Bereiche. Und das letzte Update, also es gibt es halt schon für eine andere Plattform, und wird aber jetzt eben für den StereoTrader kommen. Und das letzte Update, soweit ich weiß, lässt sich auch automatisieren oder zumindest teilweise automatisieren. Also da kommt auf jeden Fall was. Aber erst im Frühjahr, das wird dieses Jahr nicht mehr der Fall sein, aber im Frühjahr kommt da was. Auf jeden Fall. Ansonsten, den Zickzack gibt es natürlich ja auch im Quellcode. Man kann ja einfach auch versuchen, das halt mit der StereoTrader API zusammenzubringen. Also machbar ist das, ja. Nur halt wahrscheinlich auch nicht irgendwie in 5 Minuten erledigt. Und von daher aber generell, der Ansatz ist ja auch nicht falsch, ja, zu sagen, so kann ich es automatisch handeln. Nur die Frage ist halt immer, ja, ab wo, wann und wie lange, in welche Richtung. Ne? Da muss man sich natürlich irgendwie schon ein bisschen länger mit auseinandersetzen. Aber generell, klar, also der Gedanke ist richtig, auf jeden Fall. Und hilft auf jeden Fall sehr, bei der Trendbestimmung sowas. Also ich verwende es selber sehr gerne und weil das halt einfach das Bild ein bisschen besser nochmal aufräumt, weil die ganzen Kerzen brauche ich eigentlich gar nicht. Ja, das reicht ja, wenn ich hier sehe, was passiert. Und das sind ja auch immer die Punkte, wie man auch sieht, wo ja dann auch Bewegung entsteht. Und das ist ja das Prinzip Markttechnik. Ja, wo entsteht Bewegung? Und einfach an den Punkten, um die es geht. Ja, also hier ging es zum Beispiel darum, hier ein neues Hoch zu machen. So, bis knapp drunter ist normal, drüber auch nochmal drauf, ganz schlecht. Ja, es gibt ja Leute, die handeln dann zum Beispiel sowas,
dann als Widerstand, die sagen, ja, hier ist doch irgendwie ein Hoch, da ist so ein Widerstand, da oben gehe ich mal short. Das ist völlig falsch, also so zu handeln, sondern das ergibt ja auch gar keinen Sinn, ja, weil hier geht es ja darum, wir haben einen Abwärtstrend, wir haben eine Korrektur an der Stelle und es gibt gar keinen Sinn, dass der nochmal an den Punkt da läuft, sondern es geht ja darum, den Abwärtstrend fortzusetzen. So, entsprechend läuft er nicht bis dran, ja, sondern bleibt immer unter dem, also hier ist er unter dem hoch, da ist er unter dem hoch. So, und hier unten, da ist es jetzt halt legitim, weil da gab es ja kein neues Tief, also kann er auch versuchen, das hier als nächstes rauszuholen. Und was haben wir hier entsprechend? Da darf es dann auch knapp dran, war aber immer noch nicht dran, holt Schwung und bricht es dann mit Speed. Ja, also wer dann hier dann noch short gegangen ist, der hat was nicht verstanden. Ja, so funktioniert es nicht. Und entsprechend ist es sehr, sehr hilfreich, wenn man halt eben nach Markttechnik handelt, um das halt ein bisschen besser zu beurteilen. Also ich würde zum Beispiel nie an so einen Punkt short gehen, weil es einfach gar keinen Sinn ergibt. Weil deswegen hat er es ja gemacht, deswegen gab es hier unten kein neues Tief. Und nicht, um hier oben nochmal abzuprallen, nochmal runterzugehen, sondern ja, entsprechend entsteht auch hier Volumen. Sieht man jetzt hier zwar nicht, ja, wie viele Kontrakte das tatsächlich waren, aber man sieht ja hier massiv Bewegungen durch. Und das ist eine ganz normale Reaktion eigentlich. Ja. Okay, aber das war ein kurzer Ausschweifer in die Markttechnik. So, welche Einstellung beim Zickzack? Ich habe jetzt hier einfach nur die Standard Einstellung genommen, also die er mir vorgegeben hat. Was ich oft verwende, aber stattdessen ist die 5. Kann man kurz zeigen. Also hier Einstellung 5. Die ist meistens ein bisschen genauer, ne? Also es hat hier nochmal ein bisschen detaillierter. Im H1 macht es keinen Sinn, aber ich glaube, 5-Minuten-Chart, dort sieht man dann halt schon bisschen genauer, was Sache ist. Ich hatte den, oder kann aber auch sein, dass ich es nur bei Gold hatte mit 5. Das kann auch sein, weil das sieht mir hier ein bisschen unaufgeräumt aus, ein bisschen unnötig. Also es kann sein, dass es bei Gold dann halt eben 5 war und aber hier im DAX kann man einfach auch den Standard lassen. Weil hier im Stundenchart sieht man, macht es nicht so viel Unterschied. Da ist es noch okay. Alright. Okay, Gut. dann haben wir alles. Dann hast du auch deine 1 Minute Verspätung mehr als gut gemacht heute. Genau. Ja, ich bedanke mich für die Teilnahme. Aufzeichnung hat bis hierhin geklappt. Deswegen sollte nichts dagegen sprechen, dass das auch so schnell wie möglich wieder online kommt. Wenn Ihnen dieses Format gefällt, dann würden wir uns über ein Feedback freuen und eventuell dann nächstes Jahr fortfahren, wenn der Dirk das möchte. Und ja, bis dahin wünsche ich Ihnen natürlich viel Erfolg. Passen Sie auf Ihre Position auf. Und Dirk, danke auch an dir und wie immer hast du das letzte Wort. Ja, auch danke von meiner Seite. Natürlich wie immer. Ich glaube, war das jetzt das Letzte für dieses Jahr, Nelson? Ja, Das genau. letzte Helpdesk? Okay. Ja, also klar, ich habe auch schon, wir haben auch schon drüber gesprochen. Also auf jeden Fall wird es nächstes Jahr auch weitere Webinare geben. Auch gerne das Helpdesk. Also ich persönlich mag es halt auch deswegen eigentlich sehr, weil es halt, ja, weil ich dann natürlich eben auch direkt auf Fragen eingehen kann oder halt natürlich viel besser drauf stoße, was halt irgendwie, was man halt eben noch machen kann, was verbessert werden könnte. Und es sind ja auch schon einige Geschichten hier reingeflossen und deswegen freue ich mich auf jeden Fall, wenn wir das nächstes Jahr weiterführen werden. Ja, an der Stelle vielen Dank für die Aufmerksamkeit und euch weiterhin natürlich viel Erfolg bei eurem Trading und an der Stelle jetzt erstmal bis zum nächsten Mal und einen schönen Abend euch allen. Dankeschön. Tschüss.